So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und heute soll es mal um den Draufgänger. Ich werde jetzt hier frische Watte einlegen und ich zeige euch mal, ja, auf was man da vielleicht achten muss. Weil das der Verdampfer ist ein bisschen anders aufgebaut als wie das, was man sonst so kennt. Aber schnackt nicht lang, wir machen es einfach. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. Also der Draufverdampfer, der ist halt einfach ein bisschen anders aufgebaut als wie die Verdampfer, was man sonst so kennt. Wenn wir die Same wechseln, jetzt einfach mal die Kamera und gucke das Ganze mal von oben an. Der hat nämlich hier oben eine Verschlusskappe. Man schraubt hier praktisch nur den Metallring runter. Und das ganze komplette Gehäuse ist aus Kunststoff, erinnert irgendwie an so einen Billig-Einwegverdampfer. So ist der im Prinzip aufgebaut. Plus ist der Verschluss hier oben mit so einem Metall. Was natürlich meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so ideal ist, weil hier habe ich jetzt schon öfters mal das Gewinde verkantet. Jetzt hat es natürlich funktioniert. Der Rest, wie gesagt, komplett aus Kunststoff und die Drähte hier mit dem kompletten Kunststoff von der Base runter. Und was dann übrig bleibt, ist hier noch ein Metallring, wo dann die Liquid Control drin ist und die müssen wir separat runterholen. So, die haben wir jetzt auch mal runtergeholt. Legen wir mal zur Seite. Und hier möchte ich auch frische Watte reinlegen, weil die sieht nicht mehr ganz so lecker aus, beziehungsweise die schmeckt einfach nicht mehr lecker. Und die Watteverlegung ist hier in dem Gerät auch ja, anders wie gewohnt. Und dass die Watte nicht mehr lecker aussieht, ich glaube, das kann man im Video mehr als wie gut erkennen. Der war jetzt vom Geschmack her alles andere als gut. Und jetzt haben wir hier unten eigentlich wirklich eine richtig fette Base. Mal den Keil ausklären. Der glüht nicht schön von innen nach außen, sondern der glüht von außen nach innen. Das aus. Auf jeden Fall muss man hier eine relativ schmale Keule einbauen. Weiß jetzt nicht, ob ich das euch so gut einfangen kann. Weil das kleine Ding hier unter, das ist die ganze Airflow. Ob ich das euch vielleicht ein bisschen größer zeigen kann. Die Airflow, und das ist wirklich ein kleiner Punktstrahl. Und somit muss natürlich auch die Wicklung relativ schmal sein, dass man dann mit der Airflow genau auf die Wicklung trifft und dass das irgendwo, dass die Wicklung halt letztendlich so breit ist und dass außer links und rechts von der Airflow gar nichts genutzt wird. So, Einbauer Dummer. Die Kartenclouds, wahrscheinlich die Watte, wo ich momentan wirklich am meisten verwende, weil die halt, keine Ahnung, die ist halt mega geschickt. Brauche da mal relativ wenig. Also ich schneide jetzt auch wirklich ein sehr dünner Dingsbums ab. Hat vorher vielleicht die Schere ein bisschen sauber machen sollen, weil ja die gebrauchte Watte auch damit abgeschnitten habe.
So, da das Ganze MTL ist, muss ich die Watte jetzt nur relativ gut komprimieren. Dass ich mir jetzt beim Einziehen die ganze Watte verschiebe. So. Dann kürze das jetzt einfach auf der Höhe von der Base ab. Dann brauche ich die Liquid Control, die mache ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen mit dem Tempo sauber. Und muss natürlich dann darauf achten, dass ich mir den Dichtungsgummi hier aus so sehr rausziehe. Und jetzt haben wir ja Problem, die Liquid Control, die hat ja links und rechts zwei Löcher. Und da muss dann nachher die Watte drauf liegen. Das heißt, ich muss das letztendlich irgendwie so hier einfädeln, dass die Watte nach oben guckt und die Liquid Control dann einsetze. Weiß gar nicht, ob die irgendwie einen Anschlag hat oder nicht. Und dann auf einer Seite ist automatisch schon passiert, auf der Seite jetzt einfach die Watte vorsichtig runterlegen, dass die dann halt hier die Liquid Control abdeckt, so wie hier auch. Also eigentlich relativ einfach zum Wickeln, aber halt einfach ein anderer Wickelweg, wie man es sonst eigentlich gewohnt ist. So, und das ist ja der, wenn man es hier lese, MTL TV, heute drauf auf jeden Fall. Auf MTL. Und das war's eigentlich schon. Also zum Wickler sage ich jetzt mal relativ einfach und schnell, aber halt einfach ungewohnt. Und äußerst matte sparsam. So, dann tun wir die Topcap wieder draufschrauben. Hier hat er nur bloß ein paar Gewindegänge. Und ich habe das jetzt irgendwie geschafft, so einzustellen, dass wenn ich es. Sieht man die Liquid Control, hier ist die Watte. Wenn ich es ganz aufdrehe, dann ist die Liquid Control auf. Und drehe jetzt die Top Cap einfach nochmal ein bisschen runter. Und dann kann ich hier Liquid einfüllen. Jetzt haben wir jetzt halt echt immer das Problem, dass ich den Deckel hier oben öfters mal sehr schwer runterkriegt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass die Liquid Control auch zu ist. Ein bisschen aufdrehen. So, dann wäre jetzt Red Astaire rein. Leider habe ich von dem Red Astaire nicht mehr allzu viel. Ich muss jetzt mir echt Neues besorgen. Oder ich versuche mal das Ragnarök, das soll eigentlich auch recht interessant sein. Und was jetzt hier eigentlich auch geil gemacht haben, ich habe die Watte geil nass gemacht. Können wir natürlich auch machen, die Watte vorher nass machen. Und jetzt aber eigentlich absichtlich gemacht, weil. So, jetzt habe ich das Problem, jetzt halt die Liquid-Verschlusskappe schräg angesetzt. Nicht das erste Mal passiert. So, jetzt muss ich gucken, wo ist die Liquid-Control? Die jetzt aufdrehe. Einfach so auf.
das Licht blendet ein wenig. So sieht man jetzt, die Liquid Control ist jetzt auf. Auf der anderen Seite genauso. Jetzt lasse ich den einfach standen und warte, bis die Watte voll gesogen ist mit Liquid, und dann kann ich den drauf dampfen. Jetzt gleich dran ziehen, das sollte man natürlich nicht machen, weil die Watte ist noch nicht komplett durchnässt. Also der ist etwas anders zum Mikler. Eigentlich sogar einfacher zum Mikler, finde ich. Aber das erste Mal, da habe ich auch ein bisschen Probleme gehabt, wo ich den gewickelt habe, weil da habe ich jetzt nicht gewusst, wie viel Watt ist, muss da rein. Und weil normal ist man es gewohnt, man tut die Watte runter in die Liquid-Kanäle und dann kann man das sehr genau abschätzen. Hier, da kommt die Watte im Prinzip nur zur Seite und verschließt die Liquid-Kanäle. Wenn man es ein-, zweimal gemacht hat, einfach. Wenn man es das erste Mal macht, dann ist man halt ein bisschen experimentieren. Gut. Kurzes Video, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen da lassen. Wenn ihr mehrere solche Kurztipps sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniere, Glocke aktiviere. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.